wollen uns in den Bürgerkrieg bringen, damit sie uns dann entsprechend mit Gewalt unterdrücken können. In großen Ballungszentren, wo die vielen Menschen zusammen sind, wo die sozialen Konflikte sowieso schon vorprogrammiert sind, da wollen die doch den Unfrieden und diesen Zwist sehen, damit die ihren Bürgerkrieg kriegen. Ja, ich habe hier nochmal Michael Fritsch. Ich hatte Michael Fritsch letztes Jahr im Januar am Opernplatz interviewt. Da meinte er mir, dass es noch bis zu 3 Monate dauern würde, ne? Ja, ich glaube, es war im Herbst oder so, Herbst 2020 muss das gewesen sein, wo ich gesagt habe, ich gehe davon aus, dass im Frühjahr oder im Sommer 2021 das ganze System zusammengebrochen ist, weil die Anzeichen darauf hindeuteten. Ja. Und ich habe 3 Dinge definitiv falsch eingeschätzt bei dieser Bewertung. Ja. Das ist einmal die Boshaftigkeit und die Konsequenz, mit der die Politiker ihre Maßnahmen durchziehen, weil ich gedacht habe, irgendwann muss doch dieser Schwindel auffliegen, die Leute müssen aufwachen. Das Zweite, die Medien, die diesen Schwindel konsequent mitverfolgen, in dieser, unglaublichen Konsistenz, diese Linie einfach durchzuhalten. Und das Dritte ist, dass die Masse der deutschen Bevölkerung sich mit so einer Nummer wirklich verschaukeln lässt und da nicht wach wird. Das